Promi-Geflüster, die Schlagerstanne 2023 hier auf Mallorca. Und der Mann, der die Hymne quasi sozusagen buchstäblich auf den Leib geschrieben hat für die Veranstaltung, der steht jetzt neben mir. Nick P., grüße dich. Ja, die Hymne auf die Veranstaltung, ja super, ja, stimmt ja eigentlich, ja. Also eigentlich ist es ja erstmal ganz anders, die Sommersonne und Strand und Meer, im Lied meinst du? Ja, genau. Ja, wir haben einfach Schlagerstanne einfach ausgetauscht. Der Veranstalter kam zu mir und sagte, ob ich gerne den Song anbieten könnte, ob sie ihn benutzen dürften als Werbung für diese Veranstaltung. Natürlich, es ist eine Ehre, wenn das so nach außen getragen wird. Und der Song hat ja auch alles, was es braucht. Richtig. Freude, Spaß, Leidenschaft am Leben. Und das ist ja das, was wir da hier zelebrieren möchten. Mhm. Und es kommt jetzt natürlich auch gut rüber. Du bist jetzt hier heute Abend bei der zweiten Veranstaltung mit dabei und machst mit deiner Band sozusagen den Ausklang sozusagen, ne? Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, mit meiner Band hier dabei zu sein. Ich bin Live-Künstler seit über 40 Jahren und das ist mein Leben. Und wenn ich solche großen Bühnen betritt, dann tut es mir immer weh, wenn ich da allein auf der Bühne stehe und vermisse meine Band immens. Und ich habe zum Veranstalter gemacht, ich mache es gerne, aber nur mit Band. Ich bin dabei, mache gerne die Show. Aber er muss auch mir die Chance geben, mich so zu präsentieren, wie ich es liebe, wie ich es möchte und wie ich wirklich meine Kraft, meine Power und meine Magie aufs Publikum wirken lassen kann. Und das kann ich nur mit der Band. Mhm. Wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, angefangen hat es ja mit dem Stern, der deinen Namen trägt, eigentlich noch viel früher, der Adler Fliege, das weiß ich ja noch. Ja, das ist ewig lang, ja. Und bis jetzt, ich meine, sind einige Hits entstanden, wenn du so Revue passieren lässt, da jetzt angekommen, wo du hin wolltest? Noch nicht. Noch nicht. Ich habe noch sehr vieles vor. Wir haben ja ein paar Projekte gemacht in den letzten Jahren, wie auch das Symphonic, das für mich ein Herzensprojekt war. Und wir arbeiten weiterhin an großen Ideen. Man wird noch viel von mir hören, sage ich mal, und vielleicht auch ein paar Überraschungen geben. Aber ich sehe mich noch nicht angekommen, sondern ich bin immer noch voller Optimismus und auch in Zeiten wie diesen, dass wir wieder den Spaß und die Freude am Leben finden, auch in der Musik und auch die Menschen draußen. Es macht uns der Umstand, der momentan herrscht, richtig zu schaffen mit den Teuerungen und alles drum und dran. Und trotzdem bin ich motiviert und weiß, dass alles wieder ins Lot kommen wird und freue mich mit meiner Musik das Ganze ein bisschen anzukurbeln und in diesen Spaßfaktor wieder zurückzufinden. Genau. Ich weiß es ja noch, wo wir dich so zur ersten Anfangszeit so besucht haben. In einem kleinen Ort Teufenbach war das damals, gell? Ja, genau. Ja. Gibt es den Stall noch sozusagen, das Studio? Stallrekords gibt es natürlich noch, ja. Also, ich weiß nicht, ob es betrieben wird, das weiß ich. Ich bin zu lange weg schon von dort. Aber Stallrekords, Gabalier ist ja bei Stallrekords und auch andere Künstler. Es war mein Anfang. Ich habe dort meine ersten Songs produziert und veröffentlicht. Und es ist aufgegangen, es hat funktioniert. Ich habe noch einen guten Kontakt zum Klaus Barthelmus, der ja der Manager damals von mir war, der jetzt Gabalier managt. Es ist natürlich eine wunderschöne Zeit gewesen und für mich eine ganz wichtige Zeit auch, weil sie mich in dieses Musikgeschäft gebracht hat, diese Euphorie, die damals Klaus in sich trug, als er meine Songs hörte, um sie in den Mann zu bringen, war riesengroß und wir haben auch sehr viel zusammen erreicht. Ne? Deine aktuelle Single, die ist auch schon wieder von Sand, Sonne, Strand und Meer. Ja, ja. Ja, in Zeiten wie diesen, wie ich gerade früher gesagt habe, da musst du den Menschen was geben, was wieder Spaß irgendwie am Leben bringt. Und ich wollte mit diesem Song, den habe ich eben wirklich in der Pandemiezeit am Strand geschrieben, weil es wirklich die Füße im Meer waren und habe gedacht, es ist eigentlich so schön, wenn man abschalten kann, wenn man einfach alles, was dich belastet, hinter dir lassen kannst und einmal für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden oder was, oder für ein paar Tage das Leben genießen kannst. Und darum geht es in Bendis. Das Leben, viva la vita, genieß das Leben, ist egal. Aber natürlich dürfen wir den Ernst der Dinge nicht vergessen. Mhm. Aber man darf auch das Leben nicht vergessen. So ist es, genau. Wo entspannst du am liebsten? Zu Hause auf meiner Couch. Du
Ist das so dein Ruhepol, dann wo du dich gerne immer weiter zurückziehst? Das ist einfach, zu Hause ist halt mein Zuhause. Da bin ich in meinen vier Wänden, da habe ich meine Ruhe und ich habe mir das mit meiner Frau so eingerichtet, dass wir uns einfach wohlfühlen. Und wenn wir dann rausgehen, dann suchen wir uns Locations auf der Welt, die genau diese Ruhe uns geben oder angeboten wird, um eben von diesem Trubel rauszukommen. Genau. Ja, na, würde ich sagen, wünschen wir dir heute Abend ganz, ganz viel Spaß. Heiz gut ein. Danke. Hau rein und vor allen Dingen gesund bleiben und weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Alles Liebe auch. Dankeschön. Das waren die Schlagersterne 2023 auf Mallorca. Lasst noch ein bisschen die Stimmung wirken. In den nächsten Ausgaben gibt es dann noch ein, zwei Gäste, die auch mit von der Partie waren.